Liebe Genossen und Genossen, meine Damen und Herren, ja, liebe Gesine, ich weiß, was ich will. Ich habe auch einen entsprechenden Ehrgeiz. Das strahle ich zwar möglicherweise in meinem Gesicht nicht immer aus, wie manche bemerken wollen, aber in mir ist dieser Ehrgeiz vorhanden, dieser Wille, und ich bin bereit zu kämpfen. Und ich weiß, dass ihr auch bereit seid zu kämpfen. Und wir haben bereits gekämpft, und darum geht es jetzt in den nächsten 3 Wochen. In den nächsten 3 Wochen haben wir viele Dinge vor uns und wir können darauf aufbauen, was wir in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen bereits geleistet haben. Ich möchte daran erinnern, dass wir am 16. Juni in Schwerin an der Bundesagentur für Arbeit gegen skandalöse Jobangebote protestiert haben. Wir haben für mich und auch für andere sehr früh um 4 Uhr auf der Rügenbrücke ein Riesenplakat aufgehangen, mit dem wir gegen Niedriglöhne in Mecklenburg-Vorpommern protestiert haben. Aber wir haben nicht nur protestiert, sondern wir haben eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es Alternativen gibt, dass die Linke für faire Löhne, für Mindestlöhne steht. Und damit wird ganz klar, die Linke ist eine Partei, die nicht nur protestiert, sondern die ihre Alternativen anbietet. Ja, und wir haben, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben am 5. August bemerkenswert, weil immer gefragt wird, ist diese Partei fähig, einen Wahlkampf zu führen? Wir haben am 5. August in 70 Orten Mecklenburg-Vorpommerns gegen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan und generell im Ausland protestiert. Das ist doch was, das zeigt doch die Kraft dieser Partei, dass wir fähig sind, an einem Tag an 70 Orten wirklich ca. 500 Genossen zusammenzubringen und deutlich zu zeigen, wohin diese Partei gehen will. Und das, meine ich, ist wichtig gewesen für unsere eigene Mobilisierung. Es ist aber auch wichtig gewesen, den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu zeigen, hier gibt es eine Partei, die sehr wohl die bundespolitischen und die internationalen Themen mit den Themen des Landes und der Kommunen und mit den Themen der Menschen und der Familien verbindet. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich André Brie danken, der ja unser Ideengeber für diese Aktion war. André, herzlichen Dank. Ich bin froh, dass du unser Wahlkampfleiter bist. Nun stellt sich die Frage, ja, sind wir darüber hinaus eigentlich gut aufgestellt? Wenn ich so in diesen Saal schaue, stelle ich mir ein Orchester vor. Ein Orchester, wisst ihr, funktioniert dann gut und wird gern gehört, wenn das Zusammenspiel klappt. Unsere Komposition ist fertig. Wir haben eine Wahlstrategie, wir haben ein Wahlprogramm, wir haben auch eine Wahlkampfdramaturgie. Wir wissen, was wir im Einzelnen machen wollen. Im Grunde her wisst ihr alle, ob Kandidatin, Kandidat oder Nicht-Kandidatin oder Kandidat, wer was zu leisten hat. Jetzt kommt es auf das Zusammenspiel drauf an. Kakophonie, Misstöne, Dissonanzen. Da, glaube ich, wird keiner hingehen. Das ist genau der Punkt, wo ich euch darum bitte, dass ab dem heutigen Tag diese Partei einstimmig auftritt, einstimmig klar sagt, was sie in Mecklenburg-Vorpommern will, was sie verändern will, dass wir mit Zuversicht diesen Politikwechsel wollen, dafür tritt die Linke in Mecklenburg-Vorpommern an. Lasst uns zusammenspielen, lasst uns zusammenstehen. Wir sind die Partei, die die Veränderung in Mecklenburg-Vorpommern erreichen kann. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sind eine starke Partei. Wir sind eine sehr starke Partei. Wir sind stark, weil wir aus unserer Geschichte gelernt haben. Ja, die eine oder andere Diskussion begleitet uns dabei. Ich meine aber, die Auseinandersetzung zur Geschichte macht uns stark. Und wir sollten uns alle stark machen und auch diejenigen überzeugen, die noch nicht die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sind reich an Erfahrung. Logischerweise gibt der Spitzenkandidat vor den Wahlen viele Interviews. Und ich betone in diesen Interviews, ja, wir waren bis 98 in der Opposition. Wir waren von 1998 bis 2006 in der Regierung und sie sind jetzt wieder in der Opposition. Und ich weiß, und viele von euch wissen es genauso, es ist ein Unterschied, ob ich Opposition mache, nicht vorher in der Regierung gewesen zu sein, oder ob ich Opposition mache, aus der Regierung kommend, also mit den Regierungserfahrungen. Denn dort wird auch nur mit Wasser gekocht und es ist ein Unterschied,
ob ich Gesetzentwürfe und Haushaltsentwürfe als Oppositionspolitiker lese oder ich weiß, wie diese Zahlen und diese Aussagen, die in Gesetzen formuliert sind, tatsächlich entstehen. Wir können im Landtag heute ganz anders hinterfragen als vor 1998. Und das, glaube ich, zeichnet uns aus. Wir wissen, was geht und wir wissen, was nicht geht. Und das zeichnet die Linke in Mecklenburg-Vorpommern aus. Sie ist eine sehr pragmatische Partei und sie ist eine sehr realistische Partei. Ich meine, Realismus gehört zum Linkssein dazu, um deutlich zu zeigen, wir haben keine Traumschlösser, sondern wir haben vernünftige Alternativen, wir haben Angebote, die auch realisierbar sind. Und liebe Genossinnen und Genossen, damit wird eine weitere Stärke deutlich. Wir betreiben Politik nicht zum Selbstzweck. Na klar, werde ich immer gefragt, Sie wollten doch. Na klar, wollte ich. Ich will auch weiter Ministerpräsident werden. Aber es ist nicht mein Ziel, Ministerpräsident zu werden. Mein Ziel ist eine andere Politik für Mecklenburg-Vorpommern. Mir geht es um den Politikwechsel in diesem Land. Mir geht es nicht um den Stuhl, sondern mir geht es um Selbstbewusstsein. Mir geht es um tatsächlich engagierten Kampf für diesen Politikwechsel. Und natürlich muss man die anderen herausfordern. Na wie denn? Sonst? Und genau das ist es, was die Linke auszeichnet. Es geht nicht um Stühle, es geht nicht um uns selbst und unsere Mandate, sondern es geht um eine starke Linke, die diesen Politikwechsel tatsächlich realisieren kann. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, und wir sind eine Partei, die sich unterscheidet, weil ja auch die Frage immer gestellt wird, naja, Helmut Holter, der lupenreine Sozialdemokrat. Genauso steht die Frage ja vor vielen in der Partei, nicht wegen der Sozialdemokratie, sondern was wir denn ganz konkret wollen. Und ich sage es hier nochmal, ich bin überzeugter Sozialist, weil ich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern will, aber weil ich auch ganz pragmatisch in die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse eingreifen will. Und beides gehört zusammen. Wir wollen eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft und wir wollen heute pragmatisch Politik machen, weil uns die Lebensqualität der Menschen am Herzen liegt. Und darum geht es, die Lebensqualität der Menschen heute, morgen und übermorgen zu verbessern. Nun blicken wir auf 5 Jahre rot-schwarze Koalition in Mecklenburg-Vorpommern zurück. Ich wurde von einem Journalisten gefragt, naja, was fällt Ihnen denn Positives ein? Ich kann lange schweigen. Ich habe sehr lange geschwiegen. Dann fiel mir irgendwie die Energiewende ein. Aber dann zweifelte ich sofort wieder. Erinnern wir uns, Peter weiß es genau, nach der Landtagswahl 2006. Es gab viele Gründe, warum damals Rot-Rot nicht fortgesetzt wurde. Aber bei den Sondierungen, Angelika, wurde eine Frage gestellt. Seid ihr, Linkspartei, für ein Steinkohlekraftwerk in Lubmin? Wir haben damals konsequent gesagt, nein, wir sind nicht für diese Investition. Im Herbst, Frühherbst 2006 hat die Linke erklärt, wir wollen kein Steinkohlekraftwerk in Lubmin. Circa 2 Jahre wurde eine heiße Debatte pro und contra dieses Steinkohlekraftwerkes geführt. Harald Ringsdorf, damaliger Ministerpräsident, stand für dieses Steinkohlekraftwerk. Mit dem Wechsel in dem Amt des Ministerpräsidenten und beim Landesvorsitz der SPD kamen auf einmal neue Töne ins Spiel. Der Ministerpräsident Erwin Sellering erklärte, er ist für dieses Steinkohlekraftwerk und es muss ein rechtsstaatliches Verfahren geben. Der Landesvorsitzende erklärte, er hätte Zweifel, dass diese Investition die richtige sei. Und das charakterisiert Erwin Sellering. Das will ich hier deutlich sagen. Das charakterisiert ihn auch in anderen Fragen. Ich komme darauf zurück. Und hier wird also sehr deutlich, dass die Koalition aus Rot-Schwarz, aus SPD und CDU mit einer Energiepolitik gestartet ist, die von gestern war, dass sie dann am Ende jetzt in alternativen Energien das Wort redet und die Energiewende befürwortet. Das ist nicht das Verdienst dieser Parteien. Das ist das Verdienst der Entwicklung der jüngeren Zeit und ist auch unser Verdienst, weil wir immer wieder auf alternative und regenerative Energien gesetzt haben und deutlich gesagt haben, das ist die Zukunft des Landes. Und diese Koalition hat 5 Jahre verspielt in dieser Frage. Wir hätten wie viel Zeit weiter sein können. Und dann gab es einen Schuldirektor, ein Direktor eines Gymnasiums, Carolinum genannt, in Neustrelitz, der wurde Bildungsminister. Ja,
Und der versprach nicht nur Simone den Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch den Eltern und den Kindern, sofern sie dann zugehört haben, jetzt wird alles besser an der Schule. Ja, haben ja viele gedacht, da kommt ein Schuldirektor, der kommt aus dem Leben, der weiß, was richtig und was notwendig ist. Was ist passiert? Heute noch auf der Herfahrt in den Nachrichten, Plattdeutsch, 52 Lehrerinnen und Lehrer fehlen an den Schulen, um den Unterricht abzusichern. Wir haben ein Chaos an den Schulen. Wir haben ja viel über die selbstständige Schule gesprochen, sowohl öffentlich als auch im kleinen Kreis. Ich habe Schulen besucht, habe in Dömitz mit dem Schulzentrum gesprochen. Sie sind alle, wissen, was geht und was nicht geht. Sie sind aber enttäuscht von diesem Bildungsminister, weil er sie im Stich gelassen hat. Die Erwartungen, die mit Henry Tesch verbunden waren, sind nicht aufgegangen und die Lehrerinnen und Lehrer haben ganz platt gesagt den Kanal einfach voll von dieser Bildungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern und nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer. Und nun wird am 18. nächste Woche wird das Landesverfassungsgericht sich erneut mit einer Kreisgebietsreform beschäftigen müssen. Das gehört zu unserem Lehrgeld dazu, darüber will ich jetzt im Einzelnen nicht sprechen. Aber wir haben ja auch damals sehr intensiv über diese Fragen diskutiert. Unser Lehrgeld. Und jetzt hat derjenige, der damals aus der Opposition als Generalsekretär und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU die Klage beim Landesverfassungsgericht angestrengt hat, selber das Problem, weil er nämlich eine Kreisgebietsreform auf den Weg gebracht hat, die nun wirklich abgeschafft gehört und gar nicht erst realisiert gehört, weil sie lediglich das Papier nicht wert ist. Wir haben auf den Parteitagen und auf Konferenzen darüber gesprochen. Da werden Strukturen entschieden, ohne über Inhalte zu fragen. Na gut, und da müssen wir uns nicht an Philosophie erinnern. Das hat irgendwie was mit Form und Inhalt zu tun. Hier wird also das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt und wir brauchen uns doch nicht wundern, dass eine Frustration, ein Protest, ein Widerwille in Mecklenburg-Vorpommern da ist gegenüber dieser Funktional- und Kreisgebietsreform, wenn diese Begriffe dann überhaupt zulässig sind. Schaut man sich aber das Bild dieser Koalition in der Öffentlichkeit an, übrigens auch bei Umfragen, da stellt man fest, irgendwo heile Welt, irgendwie alles gut. Und wenn ich mich erinnere an Rot-Rot, irgendwann mal Prima Klimaclub getauft, dann weiß ich, dass wir auch auf Parteitagen und in anderer Öffentlichkeit ganz intensiv darüber gestritten haben, welche politische Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern dann nehmen soll. Da ging es um die schularten-unabhängige Orientierungsstufe, also gemeinsamer Unterricht bis Klasse 6, um das vereinfacht zu sagen. Es ging aber auch um viele andere Fragen mehr, auch um diese funktionalen Kreisgebietsreform. Heute erleben wir faktisch keine öffentliche Diskussion vor Entscheidung über das, was Rot-Schwarz in den letzten 5 Jahren machen wollte. Es wurden immer Ergebnisse mitgeteilt und dem Motto, friss oder stirb. Das ist Hinterzimmerpolitik, das ist Politik nach Gutsherrenart, das ist eine Politik, die mit der Linken so nicht zu machen ist. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Kommunalen, Angelika, die Oberbürgermeisterin, die Oberbürgermeister, die Landrätinnen und die Landräte, die Stadtvertreterinnen, Stadtvertreter, Kreistagsmitglieder, also alle, die in der Kommunalpolitik zu Hause sind, dass die verärgert sind. Wir brauchen uns nicht wundern, dass Ärzte verärgert sind. Die Gesundheitsministerin des Landes, Manuela Schwesig, legt sich mit der Kassenärztlichen Vereinigung an. Und die Ärzte sind stinksauer auf diese Gesundheitsministerin. Die Beschäftigungsträger in Mecklenburg-Vorpommern sind einfach verärgert auf den Arbeitsminister, den es ja eigentlich gar nicht gibt, auf Jürgen Seidel. Die Theater, Thorsten, wir haben ja viele Gespräche gemeinsam in den letzten Wochen geführt, sind nicht nur enttäuscht, sondern hochgradig verärgert, aber auch verunsichert. Und sie stellen die Frage, wie es denn zukünftig mit den Theatern und Orchestern in Mecklenburg-Vorpommern weitergehen soll, weil das Tesche Konzept gescheitert ist und es keine Antwort gibt, wie zukünftig Theater und Orchester in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten sollen. Das ist nicht nur in Schwerin so, nicht nur hier in Rostock so, es ist überall so im Land. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Ja, und über die Lehrerinnen und Lehrer habe ich schon gesprochen. Sie sind verärgert. Die Arbeitslosen sind auch verärgert, weil natürlich, gesehen ist darauf eingegangen, aufgrund der Rückgangs der Arbeitslosigkeit, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Größenordnung zusammengestrichen werden. Und selbst, lieber Peter, die Polizistinnen und Polizisten sind verärgert. Und wir könnten noch viele, viele andere aufsehen. Selbst die Steuerfahnder sind verärgert. Wenn ich mir das eine Gespräch erinnere, Janine, wie es wir da gemeinsam geführt haben. Also, wenn dieser Frust und der Ärger
der unter den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vorhanden ist, tatsächlich sich in Wählerstimmen für die Linke umsetzt. Naja, dann sind wir doch zuversichtlich, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist genau unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, alle von uns deutlich zu sagen, ja, wir kritisieren die bestehenden Verhältnisse, aber wir haben Antworten darauf, wie wir es anders machen wollen, und die haben wir mit Schlüsselvorhaben im Wahlprogramm beantwortet. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir haben einen Ministerpräsidenten, der kommt mir vor wie der einsame Rufer im Wald. Er stellt sich jetzt auch wieder im Rahmen des Wahlkampfes, auch auf den Plakaten der SPD ist es zu lesen, hin und erklärt, er ist für den gesetzlichen Mindestlohn. Wir machen entsprechende Anträge im Landtag, nicht nur das Vergabegesetz, auch andere Anträge, Regine, und sagen, ja, wir wollen jetzt ein Bekenntnis des Landtages für den gesetzlichen Mindestlohn. Ich streite jetzt mal nicht über 10 Euro oder 8,50 oder 15 Euro. Wir wollen erstmal ein Bekenntnis für den gesetzlichen Mindestlohn. Man hätte ja erwarten müssen, dass die Koalition, nee, die Koalition nicht, die SPD, an dieser Stelle uns zustimmt. Sie halten Reden, die den Antrag der Linken befürworten. Bei der Abstimmung machen Sie genau das Gegenteil. Wir stellen Anträge, die den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan fordern. Der Ministerpräsident erklärt öffentlich, er ist für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Ehrenwert. Eine Einzelmeinung aus der SPD. Kommt es aber zum Schwur, sowohl auf Bundesparteitagen der SPD als auch im Bundestag oder auch im Landtag, dann stimmt Erwin Sellering nicht für entsprechende Anträge. Dann stimmen Wort und Tat nicht überein. Und wenn wir, wenn ich am Montag mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von demokratischen Parteien beim Rentengipfel, beim Rentenforum war, welches Verdi und andere Verbände einberufen haben, dann spricht dort die Sozialministerin dieses Landes, Manuela Schwesig, sehr wohl darüber, dass es Zeit wird, ja, die Rentenangleichung Ost-West zu erreichen. Auch hier äußert sich der Ministerpräsident ähnlich. Wir stellen Anträge im Landtag, wo wir die Landesregierung auffordern, im Bundesrat in diese Richtung zu wirken, damit also sehr schnell diese Angleichung erfolgt. Ich kann das jetzt inhaltlich nicht argumentieren. Was macht die SPD mit ihrem Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten? Sie stimmt gegen die Anträge der Linken. Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, hat die Linke einen Doppelauftrag. Es geht nicht nur um eine starke Linke, wir haben einen Befreiungsauftrag. Wir müssen die SPD und Erwin Sellering aus den Fesseln der CDU befreien, damit sie eine andere Politik machen können. Und dass es möglich ist, eine andere Politik zu machen, das hat Rot-Rot, das hat diese Partei, 1998 bis 2006 bewiesen. Ich habe in dem Interview am Freitag gesagt, dass keine andere Koalition das Land so zum Guten entwickelt hat wie die rot-rote Koalition 1998 bis 2006. Und ich will euch ein paar Stichworte nennen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufrufen können, also im Einzelnen durchdeklinieren, was mit welchem Politikfeld und mit welchem Stichwort verbunden ist. Das Erste, was wir aufgerufen haben, liebe Angelika, liebe Gabi, war die Landesinitiative für Jugend- und Schulsozialarbeit. Eine Initiative der Linken in der Koalition, die heute nicht umstritten ist, sondern gefordert ist, heute vielmehr darüber nachgedacht, wie wird sie denn zukünftig weiter finanziert. Wir haben mit dieser Landesinitiative und vielen anderen Maßnahmen den Einstieg in den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor gewagt. Und wie Gregor Giese mir gestern berichtet hat, hat Carola Blum in Berlin eine Genehmigung der Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, dass sie das Geld für die Bürgerarbeit einsetzen darf für Projekte der öffentlich geförderten Beschäftigung. Unser Konzept, Kombination aus Bundesmitteln und Landesmitteln und teilweise auch Kommunalmitteln und Trägermitteln, daraus einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor zu machen. Die Impulse sind damals aus Mecklenburg-Vorpommern ausgegangen. Sie werden heute umgesetzt und werden in Berlin auch von einer Bundesministerin der CDU unterstützt. Na, das ist doch was. Und natürlich haben wir Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit Strukturentwicklung verbunden. Nun kann man sich ja über die Existenzgründerkampagne einfach anfangen streiten, ob die Kampagne gut war. Die Kampagne war gut, davon bin ich überzeugt.
weil sie natürlich für Unternehmerkultur und Unternehmergeist gesorgt hat. Aber wo erlebe ich denn heute noch eine Aufbruchstimmung für mehr Selbstständigkeit in Mecklenburg-Vorpommern? Darum geht es doch deutlich zu machen, wir wollen eine neue Existenzgründerwelle, wir brauchen eine Gründerwelle, wir brauchen wieder eine Entwicklung. Das ist alles kaputt gemacht worden, aber wir haben damals genau diese Initiativen entwickelt und wir haben auch unter anderem aus meinem Ministerium heraus die Standorte- und Ansiedlungsoffensive gestartet für Mecklenburg-Vorpommern. Und Liebherr ist ein Ergebnis dieser Offensive hier in Rostock. Das muss man einfach dazu sagen, wer welche Verdienste hat und wer welche Früchte jetzt einfährt. Und natürlich, wenn heute darüber gesprochen wird, dass die Förderung, die Wirtschaftsförderung umgestellt werden muss, wer hat dann angefangen mit Mikrodarlehen? Es ist nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit nachgemacht worden. Wir haben nach meiner Auffassung tatsächlich beispielgebend für Deutschland und für Europa hier Entwicklung gesetzt. Und wenn ich in der Wahlzeitung, die ihr ja auch jetzt alle auf dem Tisch habt, lest, Exportschlager aus Staffenhagen. Da kann ich mich gut erinnern, Peter, wir stehen in Staffenhagen gemeinsam auf dem Marktplatz und demonstrieren ja, für die Zukunft Staffenhagens. Einige haben dagegen demonstriert, dass der Standort nicht geschlossen wird. Wir haben dafür demonstriert, dass der Standort erhalten bleibt. Aber wir haben nicht nur demonstriert, sondern wir haben auch konzeptionell gearbeitet. Wir haben ein Konversionskonzept für Basepol entwickelt und haben sozusagen gleitend das gemacht, indem die Bundeswehr schrittweise sich verabschiedet hat und zivile Nutzung schrittweise in dieses Gelände eingezogen ist. Das ist Pragmatismus. Das ist die Verbindung von Friedenspolitik und sozialer Verantwortung vor Ort, wo man sagt, wir wollen die Bundeswehr reduzieren, aber wir wollen die Menschen in der Region, in diesem Falle konkret in Staffenhagen, nicht im Regen stehen lassen. Ja, und so mancher sozialdemokratische Abgeordnete und Bürgermeister greift gerne darauf zurück. Ja, das sind Exportschlager aus Mecklenburg-Vorpommern, die heute eine Rolle spielen. Oder wenn die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter hier im Saal das vielleicht nicht mehr wissen, will ich es in Erinnerung rufen, Konnexitätsprinzip in der Landesverfassung ist das Verdienst der Linken. Oder wenn wir dann darüber sprechen, wie es in der Schule aussah, ja, ich habe das ja schon angedeutet, aber das dreigliedrige Schulsystem in Mecklenburg-Vorpommern wurde dank damals der PDS, heute der Linken, abgeschafft. Und so könnte man das weiterführen. Produktives Lernen, heute von Henry Tesch, als die Maßnahme gegen Schulabbrecherquoten genannt, eine der Maßnahmen, ist unser Verdienst. Unter anderem auch die Produktionsschulen, die zu unserem Ergebnis dazugehören. Und natürlich, erinnern wir uns, wie viel haben wir über FFH, also Flora, Fauna, Habitatgebiete, Vogelschutzgebiete diskutiert. Aber wir haben nicht gefragt, wie viel darf es denn sein, sondern wir haben gesagt, wie viel ist richtig für dieses Land, um tatsächlich eine solche Politik voranzubringen. Dazu gehört auch der Aktionsplan Klimaschutz und auch die Verbandsklage, die wir im Umweltrecht ganz konkret eingeführt haben. Ja, und wenn wir heute darüber diskutieren, Wahlalter 16 bei Landtagswahlen, dann geht es darauf zurück, dass wir Erfahrungen gemacht haben mit P16 Wahlalter bei Kommunalwahlen. Und ein letztes will ich nennen, das ist das Landesprogramm für Demokratie und Toleranz, welches auf die Initiative der Linken in der Koalition zurückgegangen ist. Ich könnte diese Liste fortsetzen. Also wir können doch mit Selbstbewusstsein und guten Gründen sagen, die Linke hat dieses Land verändert. Die Linke hat dieses Land zum Guten verändert. Das, was heute passiert mit Rot-Schwarz, sie verwalten das, was wir auf den Weg gebracht haben, sind unsere Weichenstellungen. Ein Teil haben sie aus ideologischen Gründen wieder gekappt. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Aber wir sind tatsächlich die Kraft, die Mecklenburg-Vorpommern verändert, die Zuversicht gibt, die den Menschen auch das Gefühl gibt und die Gewissheit gibt, hier ist eine politische Kraft, die sich für ihre Interessen einsetzt, von Kindesbeinen an und tatsächlich bis in das hohe Alter. Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn es dann um solche Fragen geht, die wir jetzt immer wieder ansprechen. Wir haben ein Wahlprogramm im April verabschiedet mit vielen Schlüsselvorhaben. Ihr kennt unsere Plakate, und na klar, stellen wir den Mindestlohn in den Mittelpunkt, weil wir wollen, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Und Steffen hat gestern in seiner Rede darauf verzichtet, jetzt die Zahlen genannt, wie viel zu Niedriglöhnen in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten. Es gibt eine interessante Zahl, die ich hier nennen will. 41% der Vollzeitbeschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten im deutschlandweiten Vergleich zu Niedriglöhnen. Es gibt nicht noch Ost- und West-Vergleichsmaßstäbe. Wenn man den gesamtdeutschen Vergleich, nämlich den Niedriglohn-Messpegel West nimmt, 41% aller, die Vollzeit arbeiten, sind im Niedriglohnbereich. Das ist doch die Herausforderung.
Und dann kommen noch die geringfügig Beschäftigten hinzu, die aufstocken müssen nach Hartz IV. Mindestlohn ist also eine zutiefst soziale Veranstaltung. Aber Mindestlohn, dahinter steckt noch mehr. Wenn wir uns den Aufschwung anschauen, über den ja so viel gesprochen wird. Wer, Henning, hat denn den Aufschwung bezahlt? Das waren doch ihr, die Gewerkschafterinnen und die Gewerkschafter. Das waren doch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Lohn verzichtet haben. Sie haben auf Lohn verzichtet. Und das waren diejenigen, die gesagt haben, ja, wir nehmen uns zurück, wir arbeiten Stunden mehr oder wir verzichten auf Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld oder auf die eine oder andere Entwicklung. Und deswegen hat es etwas mit Reallohn zu tun. All das, worüber wir heute sprechen, hat auch damit zu tun, wie viel Geld hat wer in der Tasche. Die Mindestlohnforderung ist eine Forderung nach höheren Löhnen, aber wir verbinden sie mit der Forderung nach höheren Reallöhnen. Das hat auch mit der Energiewende zu tun, wie wir es immer wieder eingefordert haben, dass nicht die Verbraucher, die privaten, aber auch die unternehmerischen Verbraucher, die gewerblichen Verbraucher zum Schluss die Zeche zahlen. Denn wir brauchen ja bloß an die Tankstelle fahren oder wir brauchen bloß unsere Stromabrechnung anschauen oder generell, wisst ihr alle, wie die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Und niemand redet in Deutschland über Inflation. Die Linke ist die Einzige, die ab und zu mal über Inflation spricht. Es wird viel über Griechenland, Spanien und andere Länder gesprochen. Aber die Reallohnentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland führt dazu, dass mehr Armut entsteht. Und wenn es denn tatsächlich Entwicklungen gibt, dann sind es die Fachkräfte. Die, die wir im Blick haben, die Niedriglöhner, die bleiben außen vor. Denn die allgemeine Entwicklung, die hier und da zu verzeichnen ist, geht zu Lasten der Niedriglöhner, zu Lasten derer, die tatsächlich von ihrer Arbeit nicht leben können. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Mindestlohn fordern, um zu zeigen, wir stehen an eurer Seite und wir wollen eine gesetzliche Lösung genau für diesen Punkt. Wenn ich über Armut rede, ja, dann leben ein Viertel der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in Armut. Und ein Viertel der Kinder leben ebenfalls in Armut. Und wenn dann der Ministerpräsident in einem Zeitungsinterview deutlich sagt, er plädiert dafür, dass die Zeiten unverschuldeter Arbeitslosigkeit bei der Rente mit angerechnet werden. Bisher gab es ein Jahr Arbeitslosengeld II in Rentenanspruch von 2,19 Euro. Zitat, geht's weiter, das war ja lächerlich wenig. Und er sich darüber beklagt, dass die jetzige Koalition auch diese 2,19 Euro noch gestrichen hat, dann muss man ihm sagen, für Hartz IV ist die SPD verantwortlich. Sie ist die Partei, die diese Sozialpolitik auf den Weg gebracht hat. Und deswegen kämpfen wir gegen Hartz IV. Damit die Menschen heute in Würde leben können und damit die Menschen auch morgen, wenn sie dann Rentnerinnen und Rentner sind, auch in Würde leben können. Denn das ist unser Ansatz, den wir tatsächlich hier verbinden. Wir verbinden den Kampf gegen Hartz IV, den Kampf für Mindestlöhne und für armutsfeste Renten miteinander. Es macht keinen Sinn, für Mindestlöhne zu kämpfen und Hartz IV auszublenden. Es macht keinen Sinn, Hartz IV auszublenden und die Rente auszublenden. Es ist ein magisches Dreieck. Es hängt alles zusammen. Und das, was hier zusammenhängt, das machen wir den Menschen deutlich, weil es geht uns um alle. Es sollen alle, diejenigen, die von der Unterstützung der Gesellschaft leben müssen, diejenigen, die arbeiten, aber auch diejenigen, die dann Rente beziehen, tatsächlich ein Leben in Würde führen können. Das ist unser Ansatz, dafür streiten wir. Und deswegen unser Plakat, MV zahlt Mindestlohn. Es trifft alle, nicht nur diejenigen, die tatsächlich in einem Arbeitsverhältnis sind. Und wo, liebe Genossinnen und Genossen, ist denn der Aufschrei? Wo ist denn der Aufschrei der Landespolitik, dass bei Nordex 400 Stellen abgebaut werden? Wo ist der Aufschrei der Landespolitik, dass Hohmann, der ja hier Rügenfisch übernommen hat, jetzt hier in Rostock und demnächst auch in Sassnitz die Stellen schließen wird? Ich höre weder vom Wirtschaftsminister noch vom Ministerpräsidenten entsprechende Aussagen. Ja, was bei E.ON mit 11.000 Stellen weltweit passieren wird, auf Mecklenburg-Vorpommern sich auswirkt, wird abzuwarten sein. Aber hier, glaube ich, ist die Politik gefragt, genau zu zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Ja, und wir haben als weiteren Schwerpunkt die Bildung gewählt. Bildung nicht nur wegen der konkreten Verhältnisse in der Schule, dass die Lehrerinnen und Lehrer ja zu hohe Pflichtstunden haben, dass sie nicht die Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern, außerhalb des Unterrichts, dass Krankheit angesagt ist, über Frust und andere Situationen habe ich schon gesprochen, dass wir im Wahlprogramm geschrieben haben, ja, wir brauchen auch junge Lehrer. Der Lehrkörper ist auch überaltert. Wir wollen ja 250 junge Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Aber ich will mal einen anderen Zusammenhang herstellen. Das ist wichtig.
Das werden wir auch im Wahlkampf durchdeklinieren. Wenn aber Mecklenburg-Vorpommern eine Zukunft haben will, und die SPD sagt, eine Zukunft aus eigener Kraft, dann müssen wir im Kindergarten, in der Schule ansetzen. Weil gute Bildung, Schulabschlüsse, Berufsabschlüsse, Magister und Diplome sind die Voraussetzungen, dass die Menschen später einen Verdienst haben, der ihnen ein Leben in Würde ermöglicht und dass sie später im Alter von ihrer Rente leben können. Unser bildungspolitischer Ansatz ist ein zutiefst sozialpolitischer Ansatz. Er ist aber auch ein zutiefst wirtschaftspolitischer Ansatz, weil nur mit gut ausgebildeten Menschen tatsächlich die Herausforderungen der Zukunft angepackt werden können. Und diese Dinge packt diese Koalition in keinster Weise an. Und deswegen sagen wir, ja, alle haben einen Schulabschluss in Mecklenburg-Vorpommern mit uns. Wir werden dafür sorgen, dass die Bildungspolitik verbessert wird, nicht chaotisch, schrittweise, mit den Lehrerinnen und Lehrern, auch mit den Eltern, damit tatsächlich alle hier in Mecklenburg-Vorpommern einen sehr guten Schulabschluss haben. Denn diese Sozial- und Bildungspolitik, über die ich gesprochen habe, hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Und ich könnte jetzt viel über nachfrageorientierte Politik sprechen. Ich könnte darüber sprechen, dass Deutschland ein Exportland ist. Und viel zu wenig ist in der Vergangenheit darauf orientiert worden, dass wir in Deutschland, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern die Binnenkaufkraft stärken müssen. Mir ist gestern erzählt worden von einem forstwirtschaftlichen Betrieb, dass mit dem Aufbau des Landesforstbetriebes das Land mehr und mehr Aufgaben an sich heranzieht und die Lohnbetriebe, die eigentlich im Auftrag des Landes arbeiten, das Nachsehen haben. Hier stellt sich doch die Frage, ist das die richtige Politik? Also darüber muss man wirklich nachdenken. Da brauchen wir auch Veränderungen. Uns geht es darum, Arbeitsplätze zu sichern, regionale Wirtschaftskreisläufe anzuschieben, um deutlich zu zeigen, wir wollen, dass die Menschen in ihrer Region, in ihrer Heimat, durch ihre Hände und auch durch ihre Köpfearbeit tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen können. Es geht also darum, die soziale Spaltung zu überwinden, weil die Überwindung der sozialen Spaltung nicht nur eine sozialpolitische Herausforderung ist, sie ist eine wirtschaftspolitische Herausforderung und sie ist eine Herausforderung für die Gesellschaft insgesamt. Und dafür tritt die Linke an. Und wenn man über die Kommunen spricht, ja, dann stellt sich ja die Frage, muss man das hier nochmal durchdeklinieren? Ich weiß nur, und das will ich kurz erwähnen, dass die kleinen Gemeinden unter 500 Einwohner vor dem Landesverfassungsgericht gesiegt haben. Sie haben dagegen geklagt, dass ihnen die Zuweisungen gekürzt wurden, weil sie eben so klein sind. Und sie lassen nicht locker. Und wir wissen, dass es um Doppertin in dem Bereich dort ein Aktionsbündnis gegen kommunale Schulden gibt. Und wer beim Städte- und Gemeindetag dabei war, hat das anschaulich miterleben können, wie diese Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für ihre Gemeinden kämpfen. Und wenn wir sagen, Kommunen haben Geld, dann meinen wir genau das, was wir sowohl im Landtag als auch in den Kreistagen und den Stadtvertretungen auf der Straße immer wieder gesagt haben. Wir wollen eine aufgaben- und verteilungsgerechte Finanzausstattung der Kommunen. Das ist unser Ansatz. Damit lösen wir auch die Fragen der Theater und der Orchester. Damit lösen wir aber auch so manche Frage, vor der so einige Städte und Dörfer stehen. Uns geht es darum, die Lebensqualität zu verbessern. Und wo leben wir denn in unserer Kommune? Und wenn wir nicht den Kommunalen, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Landräten, ja, die entsprechenden Mittel in die Hand geben, dann werden wir auch in Zukunft über diese Fragen sprechen. Und ich habe andere mit mir, mit dem Städte- und Gemeindetag und mit dem Landkreistag darüber gesprochen. Wenn wir den Politikwechsel erreichen wollen, werden wir mit den Kommunen genau zu diesen Fragen einen Zukunftsvertrag abschließen, indem wir vereinbaren, wer welche Aufgaben übernimmt und wie diese Aufgaben zukünftig finanziert werden sollen. Dazu stehe ich, das werden wir auch umsetzen. Und auf dieser Grundlage kann man Gesetze und Haushalte stricken, um tatsächlich dann hier erfolgreich Politik machen zu können. Und ein letztes will ich sagen, weil uns das ja immer wieder vorgeworfen wird, wir könnten nicht wirtschaften. Ja, Angelika ist nachdenklich geworden, zu Recht. Wie war es denn damals in der Koalition, als es darum ging, einen Konsolidierungskurs, man kann auch landläufig sagen Sparkurs, umzusetzen? Ich habe gar kein Problem, darüber zu sprechen. Und wenn ich dann heute, nicht nur im Zusammenhang mit der Schuldenbremse, immer wieder die Diskussion höre, wir müssen Vorsorge für die Zukunft machen. Dann will ich euch mal zeigen, wie das praktisch aussieht. Also das hier sind 100 Euro.
Ja, habe ich mir heute Nacht noch besorgt. Das sind 100 Euro. Ich kann, so agiert die Finanzministerin. Ich kann diese 100 Euro in den Sparstrom stecken, den ich jetzt dabei habe, und sagen, okay, das Geld lege ich zurück für ärmere Zeiten oder für schlechte Zeiten. Das sind auch 100 Euro. War ich bei der anderen Bank. Das sind auch 100 Euro. Wir sagen, diese 50, ja, die legen wir zurück in die Rücklage, um für die Zukunft vorzusorgen, um handlungsfähig zu sein. Diese 50 Euro, die wollen wir in Zukunft investieren, zum Beispiel in Bildung und in die Kommunen. Und das unterscheidet uns von der SPD. Als 1998 Rot-Rot die Arbeit begann, waren wir noch nicht prima Klimaclub, ging durch die Zeitung und über die Medien ja, die Losung, das Abendland würde untergehen. In den Ministerien gab es eine große Verunsicherung und wir auch als Mitglieder unserer Partei haben uns gefragt, ja, was wird das wohl werden? Und unsere Aufgabe, sowohl derer, die in der Regierung waren, als auch derer, die im Landtag gearbeitet haben und im Landesvorstand, war natürlich zu sprechen, für Vertrauen zu sorgen, für Vertrauen in der Gesellschaft, für eine andere Politik und für eine Partei, der man ja noch nicht so richtig zutraut, in der Regierung zu sein, aber auch in der Landesverwaltung und den Ministerien, um Vertrauen zu werben. Und natürlich auch in der eigenen Partei, um Vertrauen zu werben. Was haben wir denn gemacht? Also wir haben nicht nur viel miteinander geredet, über unsere Projekte, bis hin zu Sonderparteitagen, ihr werdet euch erinnern. Wir haben einen sehr intensiven Dialog geführt und wir haben dazu auch Mittel und Formen gefunden, wie Beiräte. Einige gab es schon, aber wir haben es entwickelt. Und wir haben immer wieder den Kontakt gesucht, um mit den Betroffenen, ob es nun Landräte waren oder ob es nun der Arbeitslosenverband war oder auch der Unternehmerverband. Ich kann mich gut erinnern, wie der Unternehmerverband gegen öffentlich geförderte Beschäftigung gearbeitet hat. Zum Schluss hat er selbst Anträge gestellt, um aus diesen, Topf sozusagen Förderung zu erhalten. Wie heiß war umstritten der Initiativfonds, den wir auf den Weg gebracht haben? Den haben wir diskutiert, inzwischen abgeschafft. Es gibt diese Möglichkeit nicht mehr. Ich will bloß sagen, wir haben sehr beharrlich und wir haben vor Entscheidungen mit den Betroffenen gesprochen. Wir haben sie einbezogen. Wir haben sie nicht gekauft, wir haben sie einbezogen. Wir haben sie überzeugt, dass diese Entscheidungen, die wir getroffen haben damals, genau die richtigen sind, weil sie vernünftig sind, weil sie realistisch sind und weil sie auch tatsächlich die Situation, ich habe darüber gesprochen, in Mecklenburg-Vorpommern verändern. So unter dem Motto, erst reden, dann entscheiden. Es fehlt aber noch ein dritter Satz, dann auch umsetzen. Und ihr werdet euch erinnern, dass es in Mecklenburg-Vorpommern, Fritz, eine heiße Debatte gab, nach wie vor sicherlich, um die Frage Kunst gegen Wald. So, und diejenigen, die so wie ich in ihrer Kindheit ja relativ hart arbeiten mussten, auf dem Feld und auch im Wald, um die Eigenversorgung der Familie zu sichern, die wissen, was es heißt, mit der Scholle verbunden zu sein. Die wissen, wie viel Wert ein Mecklenburger und einer Vorpommerin die Heimat ist, da muss man nicht uns Hüsung von Fritz Reuter gelesen haben, man hat es oder man hat es nicht. Sozusagen diese innere Verbundenheit mit unserer Erde. Und deswegen war es absurd, dass eine Landesregierung, nicht die Herzogin, die Landesregierung hat das Angebot gemacht, den Wald gegen die Kunstwerke zu tauschen. Das hätte es mit der Linken nicht gegeben, weil wir wissen, und ich weiß es, wir sind mit unserer Erde, mit unserer Scholle, mit unserem Wald wirklich ganz, ganz tief verbunden. Es ist unsere Heimat. Unsere Heimat geben wir nicht her.
Am 4. September, liebe Genossinnen und Genossen, geht es nicht nur darum, einen neuen Landtag zu wählen. Der wird gewählt werden. Dass wir die NPD nicht im Landtag haben wollen, versteht sich von selbst, hat Steffen gestern noch mal deutlich gemacht, wiederhole ich jetzt nicht. Wir müssen aber den Wählerinnen und Wählern sagen, dass sie vor einer Entscheidung stehen. Mit ihrer Stimme wählen sie nicht nur die Zusammensetzung des Landtages. Sie entscheiden auch, wie Politik in Mecklenburg-Vorpommern zukünftig gemacht wird und welche Politik zukünftig gemacht wird. Wir bieten ihnen Politik im Dialog und im Vertrauen an. Und wir bieten ihnen einen Politikwechsel an, um ihre Lebenssituation, ihre Lebensqualität zu verbessern. Wir treten an für einen Politikwechsel. Wir treten an für ein solidarisches Mecklenburg-Vorpommern. Wir treten an für ein Mecklenburg-Vorpommern mit Zukunft. Wir treten an für ein Mecklenburg-Vorpommern, wo die Kommunen aus eigener Kraft ihre Entscheidungen treffen können. Wir treten an für ein Mecklenburg-Vorpommern, welches tatsächlich dafür sorgt, dass Mindestlöhne gezahlt werden. Und wir treten an für ein Mecklenburg-Vorpommern, welches Kindern in der Schule eine Chance auf einen Schulabschluss bietet und damit auf eine gute Chance in einer beruflichen Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden also nicht nur, wer in den Landtag einzieht. Das sollten wir ihnen immer wieder deutlich machen. Sie entscheiden, wie es in Mecklenburg-Vorpommern zukünftig weitergeht. Ein Politikwechsel ist nur mit uns. Ist mit einer starken Linken zu haben. Kämpfen wir für diesen Politikwechsel. Die Linke ist gut aufgestellt. Macht mit. Jetzt geht's los.